Also ich sag, wie es ist. Ein bisschen Angst habe ich schon, dass wir uns jetzt hier mit diesem Kampf maßlos übernehmen. Aber wir werden sehen. Ich kann es nicht glauben. Da ist ja jemand. Ich hab recht, Meister. Also ein richtiger Krieger. Ja, haut schon rein, unser Gladius. Ja, ich kann jetzt auch blocken. Ah, ich durfte nicht schnell genug rechtsklicken. Also die Angriffskette sieht auch gut aus. Ich muss sagen, saftig, hat sich doch gelohnt. Ja, wir können gleich kämpfen, ich muss erst noch looten. Kann ich auch? Klar, mach 5 Schläge hintereinander. Nimm das, du Schiff. Okay. Klappt ganz gut. Vielleicht finden wir hier auch irgendwie noch eine Rüstung oder so. Was ist das hier denn jetzt? Haben wir gerade einfach sterbliche Überreste eingesteckt? Dieses alte Artefakt kann verkauft werden. Wir haben die Totenruhe irgendeines Menschen gestört und können seine Urne für 22 Gold verkaufen. Das ist aber schon ganz schön moralisch bedenklich, würde ich jetzt mal so sagen. Oh mein Gott. Oh, ein Super-Assassin ist dabei. Der hat auch ein gezacktes Messer. Boah! Habt ihr gesehen? Ich habe Slow Motion bekommen. Oh mein Gott. Weil ich so krass bin. Und einer hat das hinter sich. Amazing. Ein Assassinenmeister. Ich glaube, ich muss trotzdem ein bisschen aufpassen. Komm. Was? Entschuldigung? Durch meinen Block? Oh, ich häng fest. Aua. Okay. Das ist ein bisschen größere Herausforderung, würde ich sagen. Okay. Aber er ist einfach nicht so gut, wie wir es sind. Amazing. Oh ja, der hat eine Rüstung. Oh ja, amazing. Perfekt. Geil. Der Kampf hat Spaß gemacht. Der Kampf hat Spaß gemacht. Super. Oh, und noch eine Kiste. Perfekt. Ja, super. Okay, ja, der Abstich hat sich gelohnt. Ich bin begeistert. Ich liebe Games, in denen man erkunden kann. Ich liebe auch einfach klassische RPGs, ne? Oh, how I love them. Sollen wir eigentlich irgendwann mal Gothic zusammenspielen? Was wir zusammenspielen? Ihr müsst mir zugucken, wie ich in Gothic versage. Aber ich krieg das schon irgendwie... Ich krieg so ein bisschen Vibe, so ein bisschen Bock drauf. Wer ist das? Mist, die können auch den Rollentrick. Die können auch den Trick mit dem Rollen.
Boah, es sind ganz schön viele hier. Komm. Ja, komm. Bist du festgewachsen oder was? Bisschen blöd, dass man sich beim Blocken nicht bewegen kann. Muss ich sagen. Wo geht's denn da eigentlich hin? Komm her, bleib nur stehen. Kein gutes Timing von mir. Ah, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Manchmal komme ich noch nicht so ganz mit der Reichweite klar. Da sieht es noch ein bisschen sehr clunky aus. Okay. Ja, wo sind wir denn hier jetzt? Ich will jetzt nicht zu weit irgendwo hingehen, wo ich noch gar nicht hin muss. Pass nach, Benny. Okay, wir sind zu weit. Wir sind definitiv zu weit. Ja, dann nochmal ab in die Mine. Ja, blöd, dass wir die Viecher schon umgelegt haben. Ich hoffe, die sind nicht gedespawnt. Aber ich glaube, die Gegner hier, die spawnen eigentlich nur, wenn man sie lootet. Dementsprechend liegen die vielleicht noch da und wir können sie jetzt einfach noch häuten. Jetzt sitzt wieder wackelig hier. Beim Treppen runtergehen. Wackel, wackel, wackel. Fliederton. Vielleicht können wir uns später Heiltränke oder sowas brauen. Das könnte ich mir vorstellen. Und irgendwas, was uns vielleicht Schattenenergie dann wieder bringt. Ein bisschen auf unsere AP aufpassen. Wir haben noch 3 Heilsalben. Kupfermine. Gucken, ob der Alte da jetzt ein bisschen freundlicher ist, wo wir jetzt quasi ein Ziel haben. Ne? Oder ob er immer noch ein undankbarer... Oh nein, die Dinger sind gedespawnt. Oh, hallo. Hallo. Was zum Geier machst du denn hier unten? Ja, weiß der Geier oder weiß er nicht? Weißt du etwas über einen sogenannten Mondstein? Vor einigen Tagen hätte ich über diese Gute-Nacht-Geschichte noch laut gelacht. Aber unsere Grabemaschine hat eine Wand durchbrochen und dahinter ist eine seltsame Kammer zum Vorschein gekommen. Vielleicht ist es das, wonach du suchst. Du kannst einfach diesen Rohren folgen, sie werden dich hinführen. Aber okay. Sieh dich vor. Aber sieh dich vor, ja, vor was? Vor was soll ich mich vorsehen? Vor Kupfererz? Warte, liegen da Edelsteine rum? Nee, einfach nur Partikel. Okay, ich sieh mich vor, keine Sorge. Was gut an den Dingern ist, dass die nicht sehr wendig sind. Oh, nice, das kriegen wir in Wühlerfell. 8 Tacken. 8 Tacken für ein Wühlerfell. Okay. Das Problem ist, die Rohre gehen jetzt natürlich in 2 Richtungen. Eigentlich sieht es da mehr richtig aus. Mehr richtig, richtiger, am richtigsten. Weil da so ein bedrohliches, dunkles Flimmern ist. Und hier nicht. Aber vielleicht führen doch einfach beide Wege hin. Also was habe ich mir hier nämlich fast gedacht. Da sind auf jeden Fall noch mehr Wühler. Kann man später Erz abbauen? Oh mein Gott. 3 auf einmal ist dann ein bisschen viel. Kann ich die auch blocken? Also ich glaube, wenn man halt von mehreren gleichzeitig angegriffen wird, ist das gar nicht mehr so lustig. Und 3? Kann ich irgendwas machen? War hier überhaupt was drin? Imperiale Münzen, Dukaten. Hey! Hi!
Au. Aua, au. Nicht die spannendsten Gegner, wenn ich das mal so behaupten darf. Die sind halt sehr langsam, ne? Aber ich finde es schwer einzuschätzen, wann die dann angreifen, dadurch, dass sie so verdammt langsam sind. Ein Juwel. Wir haben ein Juwel gefunden. Traurige Maike-Geräusche. Ja, wahrscheinlich geht's da weiter nicht. Und hier geht's dann jetzt irgendwie im Kreis, wie ich gedacht habe. Oder auch nicht. Kiste? Nein, ich kann nicht Schlösser knacken, verdammt. Meint ihr, das können wir bei dem einen von denen lernen? Bestimmt. Ich weiß halt nicht, ob die direkt nach Venedig fahren wollen, wenn die uns sehen. Oder ob wir noch die Chance haben, die anzusprechen und halt nur zu schnacken. Bisschen Hack'n'Slash gegen die. Hühlerfell. Ich glaube, hier sind jetzt keine mehr, ne? Nehmen wir den links mal noch. Ich meine, es ist halt auch relativ free experience, ne? Das darf man halt auch nicht vernachlässigen. Die geben einfach kostenlose EP. Ich glaube, den hätten wir sogar, ne? Wir, glaube ich, schneller sogar erledigen können. So, und das hier wird dann einfach nur der andere Weg sein, ne? Wait, nee. Warum? Oder sind hier welche nachgespawnt? Jetzt bin ich verwirrt. Oh mein Gott. Hallo. Kann die sogar dann einfach niederkloppen? Ja, ich sehe gerade oben die Karte. Ich finde die ein bisschen klein, um da jetzt sich jetzt wirklich gut zu orientieren. Oh, eine Kiste. Wenn die jetzt auch verschlossen ist, dann weine ich bittere Tränen. Oh, ein gelehrter Wühler. Au. Also Fälle haben wir nach heute genug. Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Aber ich will auch nicht knausrig erscheinen. Irgendwas drin hier so? Dukaten? Ein Kupfererz war hier noch irgendwo. Und da drüben war sowas, was so ein bisschen wie ein Lagerraum aussah. Kam ich daher? Ich glaube, da kam ich. Oh ja. Haha. Interaktives Gameplay. Ja, damit. Kann ich die Spitzhacke mitnehmen? Leider nicht. Wie groß ist das hier? Ich habe mir das viel kleiner vorgestellt. Oh, ist das jetzt der Minenausgang zum Dorf? Kriegen wir den jetzt so auf? Das wäre halt insane. Als ob es hier einfach nicht weitergeht. Was ist denn eine Scheiße? Für das Seil? Manno! Warum? Das Spiel mobbt mich, Leute. Das ist, das muss ich sagen, das ist aktives Mobbing.
Wo sind wir hier überhaupt? Komm. Sag mal, ist eigentlich meine Klinge kaputt gegangen von den ganzen Wühlern oder warum macht die plötzlich so wenig Schaden? Ich habe doch sonst nicht so viele Schläge für einen Wühler gebraucht. Warum muss ich plötzlich 5 Stunden auf die einhacken? Was passiert? Ah, da ist noch einer. Nicht rollen. Oh mein Gott, ich hing an der Feuerstelle fest. Gut. Ja. Ne? Keine Ahnung, wo ich bin. Jetzt noch. Weiter runter. Okay. Da ist besser was Gutes jetzt hier in den Vasen drin. Einmal nur Dukaten. In den anderen war nichts drin. Das ist enttäuschend. Ah, guck mal. Beinahe die Kiste übersehen. Die verschlossene Kiste. Können wir hier hochgehen? Ja, ne? Actually, ja. Für nichts. Wir können hier hochgehen. Für nichts. What a time to be alive. Ach, nee, warte. Das ist nochmal ein anderer Weg. Ja, aber hier waren wir schon. Ja. Laut Minimap. Das ist schon aufgedeckt. Hier waren wir noch nicht. Also. Jetzt waren wir aber hier schon überall. So, das war die verschlossene, ja. Aber hier irgendwo konnten wir jetzt links weiter, ich glaube hier, ja. Heilige Stätte? Aha. Kapitän. Oh, wie schön. Das sind Mondsteine oder was? Ach nee, wir sollen einfach den Kopf draufsetzen. Okay. Aber erst gucke ich natürlich, ob hier was zu holen ist. Jahrelanges Tomb Raiden hat mich auf diesen Moment vorbereitet, aber es sieht nicht gut aus. Was macht hier schon wieder so Geräusche? Ja, dann mal. Ruf da. Es ist ein Sensenengel. Bisschen widersprüchlich, oder? No, Benedikt. Gefunden. No.
Benedikt. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Ich habe deine Gegenwart die ganze Zeit gespürt. Du warst nie wirklich weg. So sehr ich mir auch wünschte, dass es anders wäre. Aber ich bin nun an einem anderen Ort. Aber ich habe einen Weg gefunden, wie ich dich erreichen und dir bei deiner Aufgabe helfen kann. Bin gerade am Überlegen, was ist denn mein Auftrag? Sein Tod rächen? Ich glaube nicht, dass er das wollen würde. Ich glaube nicht, dass wir das bekommen werden, also werde ich das antworten. Hilf mir, die Ordnung wiederherzustellen. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Ich bin so durcheinander. Wie soll ich das alles ohne dich schaffen? Denk einfach daran, mit deinem Herzen zu entscheiden. Dann wirst du immer die richtige Wahl treffen. Ich vermisse dich. Ich werde immer bei dir sein. Bitte, ja. Geh nicht. Nimm das hier von mir. Es ist ein Geschenk. Eine Gabe, die deine Macht steigern wird. Oh. Setz sie weise ein. Oh oh. Doch nicht oh oh. Ich weiß nicht. What is it? Du hast deine erste Fähigkeit erlernt. Öffne das Inventar und wähle den Fertigkeitenbaum, um sie zu benutzen. Ziehe das Fertigkeitensymbol auf die Schnellwahlleiste. Tipp, lege die wichtigste Fähigkeit auf die erste Position. Sonderaktion. Ja, aber das ist doch der Block. Das hier ist der Schattenpfad. Wechsle in die Schattenwelt und erblicke Dinge, die Sterblichen verborgen sind. Ja, ich würde sagen, Heilung kommt dahin und das kann eher hier hinten hin. Oh, das hat einen Cooldown auf jeden Fall. Oh! Ich bin an einem neuen Ort. Ah! Können wir noch mehr nehmen oder werden wir dann bestraft? Okay. Wahrscheinlich hören wir immer dieses Geräusch, wenn so ein Pfad in der Nähe ist, könnte ich mir vorstellen. Damit man die auch finden kann. Weil sonst ist es, glaube ich, ein bisschen schwer. Das heißt aber, ich glaube, bei der Kirche müsste dann auch eins sein, oder? Haben wir nicht bei der Kirche auch so ein Geräusch? Sollten wir auf jeden Fall mal ausprobieren. Bin auch echt noch am Überlegen, ob wir schauen, ob wir die Schlösserknacken-Fertigkeit kriegen können, damit wir hier die Truhen noch looten können. Irgendwo müssen wir die ja kriegen, sonst könnte es ja keine verschlossenen Truhen geben, oder? Und wir dürfen den Rohren folgen. Den Mondstein haben wir, sonst hatten wir nichts mehr im Wald, ne? Nee. Ich glaube, die ganze Wühler-Population haben wir hier auch ausgerottet. Hm, nochmal mit dem reden. Hey! Oh! Komm hier rüber! Ich schätze, inzwischen hast du herausgefunden, dass es hier unten gefährlich ist. Ja. Ich bin der einzige Bergarbeiter, der den Angriff der Assassinen überlebt hat. Das Schicksal kann zynisch sein. Es sind noch Unmengen an Kupfererz hier unten, aber die Wühler haben sich ausgebreitet und alles in Besitz genommen. Vielleicht kann ich die Wühler besiegen. Du? Nun, du kannst dein Glück versuchen, aber ich glaube, dazu braucht es einen Kämpfer. Wow. Muss ich jetzt nochmal Wühler besiegen oder zählt das einfach? Du hast sie besiegt. Okay. Du hast sie alle besiegt. Gott sei Dank. Es war nicht leicht, aber es ist getan. Großartig. Hier, nimm diese kleine Belohnung. Aber ach, die Mine ist noch immer so still wie ein Grab. Solange wir keine starken Kerle finden, die das Kupfer schlagen können, ist das Dorf noch immer dem Untergang geweiht. Du wirst das Dorf sicher bald verlassen. Vielleicht findest du unterwegs Männer, die Arbeit suchen. Schick sie ins Dorf. Schick sie zu mir. Keine Bergbauern mehr, kein Erz mehr. Und niemand singt mehr Lieder unter dem Berg. Okay. Verzweifle nicht. Lieder werden wieder gesungen werden. Das hoffe ich. Aber wirst du dich an mich erinnern und jemals zurückkommen?
Das boah, weiß ich nicht so genau. Klar, hier ist ja noch Loot in der Höhle. Jetzt machen wir nicht so. Habe ich eine Laterne bekommen? Es wird dir noch einen Grund geben, wie wir die andere Tür oben zur Mine dann öffnen. Also ich würde sagen, die Assassinen haben wir ganz gut ausgerottet. Das mit der Mine klappt bis jetzt ganz super. Wir retten jetzt unsere Mondklinge. Dann haben wir noch ein paar Leute an. Vielleicht die Milizen. Vielleicht einfach Leute in der Stadt. Da gibt es ja ganz viele Dorfbewohner. Vielleicht quatschen wir auch einfach nochmal mit der Händlerin. Wisst ihr, was ich mich frage? Ob wir unser Erz verkaufen sollten? Oder ob wir das erstmal nochmal aufbewahren, falls wir damit was Sinnvolleres machen können. Weil für 2 Gold das Stück, weiß ich halt nicht, ob es das wert ist. Ich tendiere dazu, das Geld erstmal nochmal einstecken zu lassen. Glaube ich. Das Geld, das Erz. Mein Kopf.